Herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Pavel Sapa von PSA Marketing und heute geht es um ein sehr interessantes Thema und zwar um die Vorteile vom internationalen B2B-Geschäft. Du fragst dich mit Sicherheit, was hat das Ganze nun auf sich, weil wir uns grundsätzlich immer stets nur auf das Online-Arbitrage-Business auf Amazon fokussieren. Vor allem in diesem Jahr. In diesem Jahr haben wir was ganz Besonderes erreicht und zwar haben wir unsere Verkaufsergebnisse knapp um 168% gesteigert. Viel wichtiger sind aber nicht nur unsere eigenen Erfolge, sondern die Erfolge von mehr als über 80 Coaching-Teilnehmern, die in diesem Jahr bei uns waren. Viele haben bereits monatlich ihre sechsstelligen Umsätze und somit auch fünfstellige Gewinne. Das freut uns, wir sind wie ein kleines Netzwerk gemeinsam und ich bin mir sicher, dass das nächste Jahr noch viel interessanter sein wird für alle Coaching-Teilnehmer da draußen, weil es kommt zusätzlich dazu noch ein Videokurs von uns und vieles, vieles mehr. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Ich gebe dir nun einige persönliche Impulse aus meinem Geschäftsleben, sodass du auch diese gegebenenfalls für dich mitnehmen kannst. Mein allererster Coaching-Teilnehmer war und ist ein sehr erfolgreicher B2B-Händler. Er hat mir das Ganze grundsätzlich extrem nahegelegt, weil dort Unmögliches möglich gemacht wird. Was heißt das konkret? Du machst von vornherein mit deinem Lieferanten, das ist sehr, sehr wichtig, dass du stets sehr gute Lieferanten hast. Mit diesen Lieferanten verhandelst du Deals für große Geschäfte. Nehmen wir mal an, eine Saftpresse. 500 Stück und zusätzlich dazu noch ein weiteres Produkt, auch nochmal 500 Stück. Du bekommst einen sehr guten Einkaufspreis. Als Beispiel, was ein guter Einkaufspreis wäre, sind 28 Euro. Das habe ich jetzt vor kurzem gehabt. Und der Verkaufspreis auf Amazon ist brutto 69,99 Euro. Das bedeutet, du holst dir gute Einkaufspreise ein und du fragst sofort in deinem Umfeld nach, bei anderen soliden Händlern, hey, hast du Interesse, gegebenenfalls an diese Saftpresse, dein Preis, wenn du jetzt 200 bis 300 Stück nimmst, wären 39,99 Euro. Ihr habt hier zwar nicht viel verdient, aber ihr habt auf einen Schlag problemlos 200 bis 300 Produkte auf einmal verkauft. Und ihr denkt jetzt, ihr kommt nicht an diese andere Händler ran. Das ist aber nicht richtig. Denn selbst wir, als wir relativ klein waren, haben auch bei großen Konzernen nachgefragt. Aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und die Adressen sind alle offen. Auf eBay sind die meisten Händler vertreten, auf Amazon ebenfalls. Ihr könnt ganz klar sehen, wer verkauft denn ähnliche Produkte aus der gleichen Nische. Und genau diese Großhändler, beziehungsweise andere Händler, können wir problemlos anfragen, ob die an so einem Deal interessiert sind. Und glaube mir, wenn du rhetorisch stark bist, in der Lage bist, dich zu artikulieren, wenn du höflich bist, nicht aufdringlich bist und ganz klar auf den Punkt kommst, dann sind solche Deals ebenfalls problemlos möglich. Und dieser erste Kunde, der B2B-Händler, der bei uns war, der war ja grundsätzlich bei uns, um das ganze Amazon-Thema zu lernen. Und genau dieser erste Kunde hat mir das Ganze mit dem Bekleidungsgeschäft, ihr kennt ja das Video zum Beispiel mit den Calvin Klein Boxershorts, nahegelegt. Als ich gesehen habe, welche Boutiquen seine Kunden sind. Boutiquen aus Mallorca, aus Südfrankreich und viele, viele mehr. Und diese Menschen kaufen bei ihm nicht ein Paket oder 100 Pakete. Sehr, sehr viele dieser Boutiquen kaufen gleich 500 Stück ab. Und selbst wenn er nur 2 bis 3 Euro pro Päckchen verdienen würde, oftmals sind da sogar ein bisschen mehr, dann hätte er auf einem Schlag 1.000 bis 1.500 Euro gemacht, ohne jegliche Retouren, ohne jegliche Gebühren an Amazon und vieles, vieles mehr. Und das ist ein persönliches Beispiel, was heutzutage möglich ist. Kommen wir nun zum Beispiel aus der Praxis Nummer 2. Und zwar habe ich während meiner Laufbahn viele solide Großhändler kennengelernt und viele da draußen kennen das Problem. Es ist unfassbar schwer, einen soliden Großhändler zu finden, welcher A, vernünftige Preise hat, und zusätzlich dazu auch noch Kauf auf Rechnung anbietet, sodass man nicht direkt in Vorleistung treten muss und alles auf einen Schlag abbezahlen muss. Das ist sehr schwierig. Und dieser Großhändler ist unfassbar clever. Er macht sein Geld grundsätzlich mit zwei Sachen. A, sehr breites Netzwerk an Aufkäufern und sehr gute Geschäftsbeziehungen direkt zum Hersteller. Hersteller heißt, er kooperiert mit großen Firmen wie zum Beispiel Intel, AMD, Western Digital, Seagate und vieles, vieles mehr. Das alles ist ja auch grundsätzlich so mein Gebiet, weil ich selber verkaufe sehr gerne
Produkte aus der Elektronikbranche, wie die meisten draußen noch wissen. So, was hat er nun gemacht? Er hat eine sehr gute Webseite aufgebaut. Die ganzen Aufkäufer, das heißt Großhändler, welche Produkte brauchen, melden sich bei ihm an und er macht wöchentliche Listen. Er geht zum Hersteller hin und sagt, ich kaufe jetzt bei dir ganz andere Mengen ein. Genauso wie das Ganze auch Saturn und Mediamarkt macht, ich kaufe jetzt von einem Prozessor jetzt 150.000 Produkte ab, auf einen Schlag. Dafür bekommt er vom Hersteller direkt ganz andere Konditionen. Diese Preise veröffentlicht er auf der Webseite. Es bleibt immer noch genug Geld übrig für den Aufkäufer, um die ganzen Produkte zum Beispiel auf Amazon zu veräußern. Und so hat er sich das Ganze aufgebaut. Ohne überhaupt nur einen Cent in diese Sache zu investieren. Klar, er hat mit Sicherheit viele, viele Jahre gebraucht, um diese ganzen Geschäftsbeziehungen herzustellen. Aber das ist das, wovon ich spreche. Wir brauchen immer ein sehr gutes Auftreten, gute Manieren, viel Geduld und wir müssen unser wahres Gesicht zeigen. Denn das wahre Gesicht von einem Unternehmer zeigt sich nicht in einem halben Jahr, sondern es zeigt sich über viele, viele Jahre, wenn du zuverlässig bist und immer dein Wort hältst. Und zusätzlich dazu, wenn du viel, viel mehr lieferst als erwartet. Nehmen wir mal an, ich verspreche dir, die Rechnung bis morgen zu begleichen, weil ich irgendwas bei dir gekauft habe. Und ich begleiche die Rechnung schon heute. Du hast automatisch einen deutlich besseren Eindruck von mir, weil ich habe mehr geliefert als erwartet. Und das ist das Learning aus diesem Punkt Nummer 2. Zusätzlich dazu ist es sehr, sehr wichtig, sich nicht auf etwas zu versteifen. Das bedeutet, wir brauchen nicht nur ein gutes Netzwerk von Großhändlern aus Deutschland, sondern wir müssen international agieren. Das bedeutet, schaut euch bei unseren Nachbarländern um. Die Niederlande ist unfassbar unterschätzt. Denn auch dort gibt es Premium-Handelsmarken und zwar auch da gibt es die Möglichkeit, alles netto abzukaufen, sofern wir eine deutsche Steuernummer besitzen und das tut jeder Unternehmer in Deutschland auch und zusätzlich dazu, sofern wir einen guten Score haben und auch was nachweisen können. Wir können nachweisen, dass wir eine saubere Webseite haben, dass wir einen Webshop haben. Wir können nachweisen, dass wir bestimmte Umsätze erreichen. Und dann haben auch viele Großhändler aus den Niederlanden Lust, mit euch zusammenzuarbeiten. Auch in den Niederlanden gibt es sehr gute Lieferanten von Premium-Marken, wie zum Beispiel Dell. Wenn man natürlich weiß, wo man anfragen muss und wer mein Ansprechpartner ist, kann man auch da sehr gute Geschäfte machen. Und zusätzlich dazu muss man immer schauen, wo ist etwas ausverkauft und was kann man liefern. Denn wir können nicht nur reine Geldgeschäfte machen und sagen, hey, ich kaufe dir jetzt bestimmte Produkte ab, sondern wir können dem Großhändler auch helfen, sein Sortiment zu erweitern, sofern wir es können, weil wir in Deutschland etwas auf Lager haben. Das bedeutet, wir müssen stets schauen, dass wir immer, immer versuchen, eine freundliche Geschäftsbeziehung aufzubauen und zusätzlich dazu eine Win-Win-Situation. Wenn ich dich heute über den Tisch ziehe, was habe ich denn davon? Ich habe einmalig vielleicht einen ordentlichen Deal gemacht, aber kann nie mehr von einer gemeinsamen Geschäftsbeziehung partizipieren. Und das ist sehr, sehr wichtig. Merke dir das. Es gibt nämlich viele schwarze Schafe da draußen und genau darauf müssen wir achten, dass wir nicht auf sowas reinfallen und dass wir auch selbst immer fair, korrekt und überdurchschnittlich gut sind in dem, was wir tun. Nicht nur in Holland gibt es großartige Möglichkeiten, wenn man weiß, wo man anfragen darf, sondern auch in weiteren Ländern, wie zum Beispiel Polen. Als ich im Autohaus tätig war, das waren knapp 4 Jahre her, habe ich von einem Kunden mitbekommen, welcher gesagt hat, ich muss dir mal was sagen. Weißt du, warum ich nie in diesem Autohaus Zubehör kaufe? Sag ich, keine Ahnung, wieso? Verrate es mir. Und dann hat er mir meine Preisliste gezeigt, aus dem gleichen Autohaus, also quasi Toyota Lexus, aus Polen. Alle Preise, ohne zu verhandeln, waren ca. 30-40% günstiger. Somit müssen wir auch hier Ausschau halten nach der Nische Autozubehör. Zum Beispiel für Fahrzeuge wie BMW, Audi und Mercedes. Denn auch da habe ich zum Beispiel einen Lieferanten kennengelernt, beziehungsweise einen sehr erfolgreichen Amazon-Händler, welcher 80% aller seiner Produkte lediglich aus Polen bezieht. Auch das ist ein Impuls von mir persönlich, wo ich ganz klar sage, halte Ausschau nach Möglichkeiten, kommuniziere mit anderen Netzwerke und baue dir Step by Step langsam was auf. Man muss nicht nach links und nach rechts schauen, was machen die anderen, sondern man muss seinen eigenen persönlichen Weg gehen. Und das ist mit dem B2B-Business gemeint. Und ich würde jedem da draußen empfehlen, immer, jeden Monat 3-4 gute Deals zu machen im B2B-Bereich, damit ihr euer Sortiment und natürlich auch das Budget für deutlich mehr Ware aufbauen könnt. Das waren nun einige Impulse aus der Praxis und nicht nur aus der Theorie.
denn davon bin ich nicht unbedingt ein Freund. Abonniere uns gerne jetzt auf unserem YouTube-Channel, wenn du nichts mehr verpassen möchtest. Folge mir auf meiner Reise auf Instagram. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit euch. Und nicht vergessen, teile gerne dieses Video, wenn das ganze Video auch dir persönlich geholfen hat. Ich freue mich und bis zum nächsten Video.